Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu der Binding of Isaac Rebirth. Ich raste bald aus, weil Eve ein scheiß Charakter ist, den wir eigentlich heute benutzen wollen. Deswegen habe ich auch schon, so minus 11 Winstreak, ne? Wisst ihr Bescheid? Weil Eve halt einfach keinen Schaden macht. Und wenn man keinen Schaden macht, kriegt man oft Schaden selber. Und wenn man oft Schaden bekommt, stirbt man. Aber ich nehme jetzt mal mit Absicht 2 Schaden, damit wir hier ein Schadensupgrade bekommen. Das mache ich auch mittlerweile immer so, weil anders hat es erst recht keinen Sinn. Denn dann würden wir auch den Megaboss-Raum nicht schaffen und dann müsste ich mir die ganze Quälerei noch dreimal antun. Envy, na klar. So ziemlich einer der wenigen Minibosse, die niemals was Schönes droppen, wenn sie sterben. Hat man natürlich gerne direkt am Anfang, wo man sowieso noch keine Upgrades hat. Und so geht es mir übrigens schon die ganze Zeit. Ja. Die ganzen 12 Runs war keiner dabei, der auch nur ansatzweise gut genug war, um bis Swamp zu kommen. Also ich habe es nicht einmal bis Swamp geschafft in den 12 Versuchen, das soll was heißen. Ich bin nicht unbedingt schlecht in Isaac, wie gesagt. Aber das ist ja echt lächerlich. Also das ist, wie wenig Schaden Eve macht, das ist wirklich etwas underpowered. Gut, Chup da Wup. Das ist nicht unbedingt das beste Item, aber geschenkt nehme ich es natürlich mit. Wenn wir eh noch kein besseres Space-Item haben. Naja, bin jetzt nicht unbedingt Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Gut, links war nichts weiter. Schade. Ah, gut, tötet sich gleich selbst. Der Vorteil gegenüber Campus Rage ist natürlich, dass man nur einen Raum quasi braucht, um das wieder aufzufüllen. Den Shop möchte ich noch nicht. Lohnt sich nicht, kein Geld. Huch. Okay. Kriege ich erstmal das TNT weg, dass ich ein bisschen Schussbahn habe. Ja, jetzt. Perfekt. Okay, mal wieder Mom's Eye. Das habe ich unheimlich oft mit Eve jetzt schon gehabt. Bringt nur halt nichts, weil es kein Damage-Upgrade ist. Und so oft schießt man halt nicht nach hinten und trifft dabei einen Gegner. Das ist halt, ich weiß nicht, es gefällt mir halt nicht wirklich. Ich habe lieber andere Items, wenn ich ehrlich bin. Zum Beispiel Guppy's Paws mit Eve was Schönes. Hat man weniger HP und gleichzeitig aber den Empress-Effekt und dann halt Seelenherzen. Man kann halt auch gleich auf Seelenherzen spielen mit Eve, weil, ja, hat man zumindest gleich das Damage-Upgrade vollkommen ausgenutzt. Das war knapp. Okay, ich weiß jetzt nicht so genau, wo der Geheimraum sein könnte. Deswegen lasse ich es einfach mal so stehen. Nehmen halt noch die Kiste mit. Oh, Broken Ankh. Die Tür springt ja wieder genau in dem Moment. Hör auf zu spawnen! Mach nicht so viel Schaden. Meine Güte. Ich bin froh, wenn ich Widow tot bekomme. Dann muss ich hier nicht noch 10.000 Slaves töten. So, wunderbar. Und wir bekommen ein HP ab. In unserem Fall ist es ein bisschen schlecht, weil wir jetzt wieder weniger Schaden machen. Ich bekomme auch keine Devil Wounds. Ich bekomme mit Eve keine Devil Wounds übrigens, ne? Das ist skandalös. Ich habe in den 11 Versuchen, glaube ich, einen Devil Wound gehabt, wo ich aber nicht gesehen habe, was ich bekommen hätte. Weil da gerade Curse of the Unknown war. Oder beziehungsweise der, ja, der Fluch, wo man halt nicht sieht, welche Items man bekommt. Dementsprechend war das auch für den Arsch. Das ist, also ich weiß nicht, normalerweise hätte man alles behalten müssen und eine Fail-Compilation draus machen müssen. Aber da bin ich auch, glaube ich, zu ungeduldig für, mir die ganzen Fails nochmal anzugucken. Beziehungsweise die ganzen Skandalositäten des Spiels, die mir angetan werden. Wie ich nicht mal einen davon getötet habe. Was ist das denn? Ja, leck mich. Alter. Ich mache einen Schub der Wup in die Mitte von denen und tötet keinen. Was ist das denn? Deswegen finde ich Schub der Wup nicht so toll. So, wieder voll. Wie gesagt, der macht echt nicht viel Schaden. Das ist lächerlich. Rage of Campus hätte jetzt alles getötet. Du brauchst auch einen Raum mehr zum Aufladen, aber trotzdem. Au. Ach, Mann. Dass ich immer direkt einen Bossraum finde, das verbraucht einfach nur zu viel Zeit. Wir haben so schon nicht viel Zeit. Gerade wenn ich hier jetzt nicht ein HP habe. Okay. Hat sich voll gelohnt, der Schub der Wuch.
Hör auf, Zeug zu sparen da drüben, meine Güte. Ja, jetzt kann ich erstmal eine halbe Stunde damit zubringen, gespawnte Spinnen zu töten. Ich brauche 3 Schuss für eine, das dauert ewig, ja. In der Zeit spawnen da wieder 2 neue, so gefühlt. Leckt mich doch. Jetzt geh tot, du blödes Scheißvieh. So nervig. Shop lohnt sich noch nicht wirklich. Da würde ich nochmal hoffen. Okay, eins davon ist schon mal kein Shop. Frag's, ob es in Bücherei so viel mehr Sinn machen würde. Naja. Wahrscheinlich werde ich sowieso erstmal zuerst einen Shop finden, so wie ich mich kenne. Alter, bitte. Natürlich. Ah, ich glaube, da kann er gar nicht sein. Oh, doch. Oh. Oh, 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 oh. Ja, jetzt haben wir aber leider keine Bombe mehr. Naja. Gucken wir mal noch, was hier ist. Die Bibliothek. Mit dem Book of Revelations. Werden wir aber nicht behalten. Wir werden einfach nur 3-mal auffüllen. Nein, geht nicht. Behalten erstmal das Schubdabub. Book of Shadows wäre eine Überlegung wert. Aber braucht mir zu viele Räume zum Aufladen. So, was haben wir noch im Shop gehabt? Die Bibel. Das Techlein. Naja. Da habe ich lieber noch einen Schlüssel so viel mit, dass wir in den nächsten Ebenen auch sichergestellt haben, dass wir überall reinkommen. Und dann können wir auch gehen, denn mehr wird hier nicht mehr sein. Moment, der Itemraum fehlt noch. Da war ja was. Genau der. So, der Wut würde ich gerne aufheben für den Bossraum. Okay. Wieder mal Bumfriend, hatte ich im One davor schon. Das ist irgendwie ein bisschen sehr lächerlich, wie oft ich hier Blödsinn bekomme. Und zwar doppelt und dreifach hintereinander weg, vor allen Dingen. Das hat nichts mehr mit Zufall zu tun. Apropos Zufall. Famine. Der sieht natürlich noch. Mal wieder vergessen, den anzuzeigen. Habe ich auch, glaube ich, schon 3-mal davor vergessen anzuzeigen, weil ich auch mittlerweile die Schnauze voll habe ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Guckt an, wie viel Schaden ich mache. Also, guckt an, wie ihr nicht seht, dass ich Schaden mache. Ja, das dauert einen kleinen Moment. La 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 la. So, die Hälfte ist geschafft. Okay. Zum Glück dauert der Kampf nicht lange, weil wir so viel Schaden machen. Ironie und so. Fast ein Kinderspiel. So. Cube of Meat natürlich. Andere Belohnung gibt es natürlich nicht von den Reitern. Und wir können weiter. Ich bin schon froh, dass wir genug Schlüssel haben hier. Aber wir sehen schon, wir sind etwas zu langsam. Wir müssten schon, ja, oh mein Gott, 7 Minuten. Die 1. Was war denn nochmal die 1? Ah, es war Item-Tausch-Zeugs. Random. Item-Randomizen. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt 3 Leben. Haben eine Quarte, okay. Cube of Meat haben wir immer noch. Mom's Contact Onion haben wir. Ah, ne, Cube of Meat ist jetzt weg, okay. Tja. Wir werden schon sehen, was wir noch haben. Jedenfalls haben wir das Robo-Baby, ist relativ cool. Hm. Nee. Ja. Auch wenn wir jetzt natürlich keine Schlüssel mehr haben, aber was soll's. Au. Wir haben ein bisschen zu viel Zeug irgendwie. Aber dafür noch ein bisschen wenig Schaden. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, wir brauchen ein Damage-Upgrade. Okay, wir brauchen ein Damage-Upgrade. Na, das sollte relativ schnell tot sein. Allein schon durchs Robo-Baby. Macht sogar relativ viel Schaden. Hätte ich gar nicht so gedacht. So. Könnte sich jetzt natürlich einen Schlüssel holen, den wir da über die Stacheln laufen, aber das will ich ja eigentlich natürlich vermeiden. Jetzt ist natürlich auch unser Empress-Effekt weg, jetzt müssen wir das komplett so schaffen.
Ah, guck mal. Ich charme die sogar. Sehr schön. Ja, gut. Gut. Toller Raum. Begeisterung pur. So. Habe ich Liberty Cap oder sowas? Nee. Okay, links ist schon mal kein Geheimgang. Geheimraum. Habe ich auch nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Easy. Nein, danke. Ich kaufe nichts. Na komm schon, stopp. Okay. Na, zumindest muss die fliegen. Die sind relativ entspannt, da man einfach stehen bleiben muss. Ich finde keinen Schlüssel. Ich will aber eigentlich nicht mein Herzen dafür verwenden. Obwohl, mittlerweile, wenn ich mich noch einmal treffen lasse irgendwo, dann kann ich mein Herzen aber doch dafür verwenden. Einfach nur aus dem Grund, weil wir noch diese Regenbogenkacke haben. Wenn die noch da ist. Müsste ich natürlich vorhin aber schauen. Aber ich denke schon. Ja, Schlüssel ist nicht, ne? Wir können jetzt gucken, ob zufälligerweise... Tja. 3 von unten. 1, 2, 3. Das heißt da. Ach, guck mal, wir haben die Pupkacke. Ah, aua. Gut, so viel zu einmal treffen lassen. Haben wir jetzt auch geschafft. Hebe ich aber noch nicht die Seelenherzen auf. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück, holen uns den Schlüssel, gehen in den Itemraum. Halt. Und dann gucke ich mal, ob hinter dem Shop vielleicht noch der Geheimraum sein könnte. Naja, wir werden sehen. Ist die Regenbogenkacke noch da? Die war, glaube ich, hier, oder? Nee. Hier war sie. Ja, ist noch da. Okay. So. Puh. Klassiker. Bling. Das ist so eine Teletubbies-Anspielung. Fuck. Warte mal. Schaffe ich das überhaupt? Bin ich da schnell genug? Ja. Gerade so. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zumindest haben wir jetzt wieder ein Schlüssel. Erstmal hole ich mir hier, glaube ich, die Herzen, bevor ich da hochgehe. Ja. Okay, ich glaube, durch die erste Welle kommen wir so durch. Die zweite sogar auch noch. Sehr schön. Ach, muss er unten lang. Haha. Hahaha. Dafür habe ich jetzt so einen Aufwand betrieben. Ernsthaft? Manchmal fühlt man sich wirklich verarscht von diesem Spiel. Zumindest haben wir gerade gut Schaden, weil ich schon viel Schaden genommen habe in dieser Runde. Jetzt durch auch, Deutsch gelernt, ich habe in Schule. Ah, verdammt, wollen wir gucken, ob da hinten der Geheimraum ist. Naja, zu spät. Lasst euch doch mal nicht betteln, sterbt bitte einfach. Wunderbar. Doppelbossraum. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Na gut. Aber muss ich wohl oder übel durch? Boah, Riesen-Lerby Juniors. Zwei Stück gleich. Sagt eine Zeit. 12 Minuten. Ja, noch ist alles drin, würde ich fast behaupten. Okay, HP ab, Old Bandage. Leider kein Teufelsraum. Mal wieder nicht. Ich habe irgendwie echt keine Teufelsräume mehr. Seit ich mit Eve spiele, ne? Habe ich keine Teufelsräume mehr. Das wird schon mal nix. Ach ja, wofür hat man so ein Baby? Muss man sich nicht mehr drum kümmern, die abzuschießen. Einfach bloß hinstellen und warten. Ich brauche mehr Range und oder Schaden. Okay. Und Tiers ab und überhaupt brauche ich alles. Nach wie vor.
Eine Münze. Boah, ist das Spiel gnädig. Okay, was haben wir hier? Zwei Evil Hearts. Das ist sehr schön. Nehme ich gerne mit. Hm, man kann der Geheimraum hier rechts sein? Ich glaube nicht. Kann er hier unten sein? Noch? Definitiv nein. Das alte Spiel. Das ist irgendwie ein bisschen lästig, ne? Dass wir niemals, gerade in dem Moment, wo wir es brauchen, einen Schlüssel haben. Eine Karte. Justice. Oh, das ist sehr schön. Hätte zwar eigentlich auch mal eine normale Bombe sein können, aber naja. Immerhin haben wir einen Schlüssel. Einen. Naja. Lord bringt uns HP ab, aber Speeddown. Glaube ich. Zumindest war es früher, glaube ich, so. Gut, haben wir jetzt 6 Herzcontainer. Jetzt wäre es immer an der Zeit für ein Devil Room. Sehr bald, wenn es geht. Wunderbar. So schnell kann es gehen. Nope. Räume die Welt begeistern. Also ohne Wobo Baby, das ist schon mal schön, dass wir jetzt so einen kleinen Flächenschaden haben. Leider ist er nur relativ schwer zu steuern. Noch ein Seelenherz. Okay, also von HP her sehen wir jetzt sehr gut aus. Ja, großartig. Zumindest haben wir einen Geheimraum geöffnet. Bin auch unfreiwillig. Bad Trip, sehr schön. Es läuft. Oh, hoffentlich war der schon tot. Ha. Huh. Range Down. Natürlich. Natürlich. Okay. Immerhin nochmal 2 Geld. Natürlich war der Raum auch noch nicht fertig. Das wäre ja auch wieder zu schön gewesen. Aber hey, wir machen wieder mehr Schaden, weil wir ja getroffen wurden ein paar Mal. Hallo Arcade Room. Arcade Room ist lieb mit uns. Hätte vielleicht auch einfach erstmal liegen lassen sollen, aber egal. Health Down. Hm, du mich auch spielen. Also das können wir eigentlich jede Pille benutzen, weil wir haben jetzt schon 2 schlechte zumindest. Komm schon, gib mir irgendwas. Irgendwas. Okay, ich könnte auch ein Bloodbag anspielen. Würde ich aber jetzt, glaube ich, mein weißes Herz wieder verlieren. Hm. Scheiße. Wollte es noch wegschieben, aber ich war etwas zu langsam. Na gut. Ja, ich verliere es. Na egal. Wofür haben wir eine Bad Trip Pille? Zumal wir uns gerade übelst aufbauen, da wir ja jedes Mal Schaden bekommen. Ah, schlecht. Nein, wir haben noch schwarze Herzen. Ah, oh, das zählt mit. Ah, oh, damn it. Okay. Witzige Geschichte. Gut, dass ich das auch mal ausprobiert habe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Dachte eigentlich, das geht nur von roten Herzen aus. Aber nein, es geht von der Gesamtheit aus. Das ist ziemlich kacke. Kacke! Ah, sehr schön. Zumindest etwas Heilung. Nun gut, zumindest haben wir jetzt fast vollen Schaden. Zumindest, ja doch, also wir haben gut Schaden. In den Shop will ich auf jeden Fall rein. Okay, Greed. Hätte ich mir auch sparen können, wie immer. Na klar. Ach, wir haben so viel Geld, können es aber nicht ausgeben. Naja. Megabossraum wird wahrscheinlich nix. Sehr unwahrscheinlich. Äußerst unwahrscheinlich. Quasi unmöglich. Müssen jetzt durchskippen. Durchs erste und dann bei der zweiten Ebene direkt den Boss finden. Oder wir kriegen eine XL-Ebene und wird ein, der Emperor die Karte bekommen. Auch unwahrscheinlich. Matchstick. Besser als Broken Ankh. Bekommen wir mehr Bomben. Ist mir ehrlich gesagt wirklich lieber. Bin kein Freund von Broken Ankh. Au. Na komm, gehst du tot. Dankeschön. Item-Raum haben wir, Shop haben wir, dann gehen wir weiter.
Oh, es mag mich. Trotzdem schießt es auf mich, weil jetzt gerade ein Gegner ist im Raum. Hm, toll. Magst du kurz bitte hier reinspringen? Wunderbar. HP ab, inklusive voll heilen. Sehr schön. Okay, weiter. Man darf gespannt sein, wie der Wand noch weitergeht. Wie mache ich denn das? Tja. Da wir sowieso bald viele Bomben bekommen. Holen wir uns natürlich jetzt die Seelenherzen. Jupp, zwei Stück, immerhin. Oh mein Gott. Schnell töten, schnell töten, schnell töten, schnell töten, schnell töten. Dankeschön. Okay, Challenge Room links. Würde ich gerne mitnehmen. Na. Wieder eine Bad Trip-Pille, die hat mir das letzte Mal so viel Glück gebracht. Sehr schön, vernichtet euch gegenseitig. Oh, ich will nicht mehr. Tötet es bitte. Schnell. Okay. Ah, Nightköpfe. Na, wozu haben wir ein Robo-Baby? Wird schon irgendwie regeln. Okay. Sogar noch mal ein halbes Herz. Mensch. Jetzt fast wieder geklappt mit meiner Unvorsichtigkeit. Ah, nochmal. Warum überhaupt noch schießen? Das Baby macht da eh alles. Na doch, das Robo-Baby hilft noch ein bisschen. Aber dieser eine Raum hat den One ein bisschen sogar verstärkt, würde ich fast sagen. Das war durchaus gut. Okay. Wow, ich vergesse immer, dass hier Stacheln drin sind in diesem Scheißraum. Das ist so doof. So. Und keine Belohnung, natürlich nicht. Natürlich. Egal. Oh, rechts und links kann schon mal kein Geheimraum sein. Nur eine Hand, okay. Oh ne, noch eine zweite. Gut. Lass mal das starke Baby bitte töten. Wo ich noch einen Schaden fresse. Ja. So, beim nächsten Seelenherzfluss, beziehungsweise ich glaube, ich werde einfach mal da reingehen. Natürlich haben wir wieder Gegner. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in dem Opferraum was Sinnvolles hatte. Das ist sehr lange her. So. Jetzt wäre Money gleich Power, ganz cool. Na, komm, mach's kaputt. Okay. Und Magnetic Tears. Nee, ist nicht so schön. Aber naja, wir machen jetzt wenigstens wieder gut Schaden, da wir uns hier selbst verstümmelt haben. Klassiker. Wo könnte denn noch der Geheimraum sein? Ich glaube hier unten. Doch, könnte er sein. Nope. Und vielleicht hier links unten daneben. Hier quasi. Jo. Hör auf rum zu pupsen. So, dankeschön. Ein Item mit Infamy, Damage Reduction, okay. Muss ja immer hoffen, dass da was Gutes bei rauskommt. Man weiß es halt immer nicht. Okay, Damage Reduction ist auch sehr schön. Wunderbar. Oh. Ja, etwas unnütz. Leider. Außer wir finden jetzt noch irgendein cooles Spacebar-Item, aber naja. Book of Relations wäre also ziemlich das Einzige, glaube ich, was uns helfen würde. Au. Au. So, was nicht gedacht. Meinst du die doof? Die kuscheln. Oh, es ist niedlich.
Sowas auch nicht gedacht. Na gut, dann nicht. Das fängt ja natürlich an zu spawnen, aber egal. Okay. Bossraum. Habe ich hier schon geguckt, ob hier links der Geheimraum ist? Nein, habe ich nicht. Dann gucken wir mal. Ach nee, den haben wir ja schon. Ach, Quatsch, Blödsinn. Blödsinn, 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 Blödsinn. Naja. Loki! Kämpf gegen deinen eigenen Fliegen, du Volltrottel. Das war unfair. Hä? Wieso ist gerade... Hä? Warum ist gerade ein Stein weggegangen? Naja. HP ab. Okay. Jede Full Health Pille ist auf jeden Fall eine Genugtuung für uns. Das ist richtig schön. Aber... Wir brauchen natürlich immer die Full Health Pille. Oder irgendwas ähnliches. Regenbogen oder sowas. Erstmal finden. Na, schon mal nicht so ein schöner Raum. Wunderbar. Was haben wir hier? Bäh. Ja, das Baby macht das schon hoffentlich. Puh. Okay. Das Robo-Baby ist echt stark eigentlich. Also, dafür, dass es quasi kostenlos ist. Ich, es ist knapp. Ja, zum Glück bin ich noch irgendwie davon geschlittert. Es spawnt was und, ja, man kann sagen, jetzt müsste das eigentlich gerade selber angreifen, aber in dem Moment hört natürlich der Effekt auf. Natürlich. Ein halbes Herz. Naja, gut. Yay. Das war knapp. Natürlich trifft er mich noch. Ist doch klar. Weil der Schrei auch noch so vorhanden war. Oh nein. Strange Attractor ist halt total nervig irgendwie, aber man muss jetzt irgendwie damit leben, ne? Irgendwo ist ein Schlüssel gedroppt. Oder? Hä, was war das? Bei den Gegnern ist halt Strange Spectre unheimlich nervig, da man die immer wieder in sich hineinzieht. Beziehungsweise in die eigene, ja, sag mal, Vertikale oder Horizontale. Tja, wir kommen leider nicht da rein. Da ist ein Schlüssel gedroppt, wusste es doch. Ich guck zuerst in den Shop. Black Candle. Curse Immunity Evil Up. Okay. Scheiße. Muss man einfach mal so sagen, das war scheiße. Kommt noch? Ne, wir sind schon in der Nummer 2, dann spenden wir uns wieder hoch. Nachdem wir uns von 200, beziehungsweise ich habe mich von 200 auf 170 wieder runter spenden lassen. Ja gut, so viel dazu. Dann nehme ich mal noch eine Bombe mit. Wenn wir das Geld haben. Und ich sowieso gerade nicht in den Itemraum reinkomme. Irgendwas mit Curse und Immunity. Keine Ahnung, was es jetzt war mit der Black Candle. Hab sie ja als erste Mal. Deswegen hab sie auch vorrangig mitgenommen. Wir werden sehen, ob sich das als gut herausstellt. Yay, greif deine eigene Marder an. Sehr schön. Die einfach nur belagert wird. Wir machen echt nicht viel Schaden. Okay. Hätte ich vielleicht vorher schon machen können, dass das Holy Water getriggert wird. Naja, egal. 27 Minuten. Nett. Haben sie ja fast geschafft mit dem Mega-Boss-Raum. Fast. Ganz knapp. Nur ganz knapp. Wow. Boah, das wird so schnell durch meine Magnetic Tears. Zum Glück habe ich die Babys hier gut aufräumen. Und natürlich das Holy Water, wo gerade alle noch reingesprungen sind. Ja, so ein Boss nebenbei ist immer mal erfrischend, ne?
kann es nur nochmal sagen. Die Babys retten mir echt den One. Unfassbar. Ich glaube zwar nicht, dass ich damit die Chest schaffen werde, aber zumindest mal Mams Herz könnte man damit schon schaffen. Versuch mal noch einen Schlüssel aufzutreiben. Einfach nur darauf warten, dass sie sterben. Dank meine Super Babys. Hätte nie gedacht, dass das so nützlich ist. Aber doch, wenn man viel Speed hat, dann kann man das durchaus ausnutzen. So, ich bräuchte trotzdem mal noch eine Full Health Pille oder eine Bad Trip Pille. Ah, ist ein bisschen schlecht. Ich weiß gar nicht, was das für eine Pille ist. Bad Trip? Oh. Ich hoffe auf den Blood Deck, wenn ich ehrlich bin. Ach ja. Da ist es. Genau das wollte ich. Können wir uns die HP... das HP hat nämlich auch aufheben. Naja, was jetzt gehen wir nochmal drüber. So. Okay, jetzt ja Money gleich Power ziemlich episch. Oh, wir haben jetzt auch genug Schlüssel. Wo kamen die denn jetzt her? Wer weiß. Jetzt haben wir auch wieder gut Schaden. Passt doch. War jetzt auch wichtig, dass ich jetzt vor, Alter, vor dem Mega, ach nee, Mega was kommt nicht, aber vor Mom zumindest nochmal mich hoch upgrade. Wo muss ich lang? Nach unten, ne? Ja. Nach unten. Komme ich zumindest jetzt in beides rein. Das ist natürlich jetzt... Ne, oben war ich ja schon drin. Gab es denn da was Schönes? Nein. Komplett ausverkauft. Hallo. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Chest confirmed. Chest confirmed. Oh yeah, baby. Oh yeah. Hm. Ich werde es eigentlich bloß noch so lange machen, bis ich mein Geld so ziemlich aufgebraucht habe. Dann werde ich mal ein bisschen was zapfen. Also von Blut abzapfen, dann wieder mit der Bad Trip Pille hochheilen. Da haben wir noch die eine Bad Trip Pille, die da oben rechts war. Da sollte ich aber zumindest ein Halbherzen haben. Oder ein Seelenherz, auch nicht verkehrt. Dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Ja, das ist eine ziemliche Gambelei. Noch ein Seelenherz. Und noch ein Herz. Ich würde halt gerne Pretty Flies haben oder sowas. Aber ich bin schon froh, dass er jetzt ziemlich lange durchhält und mir ein bisschen was ausspuckt. Noch eine Pille. Oh, sehr schön. Ich überlege mir gerade, wie ich das aufhebe, das Herz. Das liegt ziemlich ungünstig noch. Vielleicht könnte ich in der Mitte nochmal einfach eine Bombe legen, dass alles ein bisschen nach außen gedrückt wird. So 99 Münzen dauern eine Weile, bis die weg sind, ne? So ein bisschen. Oh, eine Pretty Fly. Guck an. Bräuchte ein paar mehr für die Chest vielleicht. Ach stimmt, ich kann ja auch hier einfach alles rauslenken. Wo habe ich Magnetic Tears? Da haben wir es. Okay, ist ohne Schaden am besten rauskommen. Wunderbar. Jetzt habe ich natürlich trotzdem das Herz aufgehoben. Okay. Was haben wir hier? Energie brauchen wir nicht. Benutzen wir einfach. Bad Trip. Tja. Ist jetzt die Frage der Fragen. Ach, scheiße. Wir übertreiben es mal nicht mit dem Geld. Balls of Steel, wunderbar, haben wir auch volles Leben, Alter. Wir machen ordentlich Schaden, zumindest auch auf dieser Stage. Mal gucken, wie es dann in der nächsten wieder aussieht. Aber wir haben es Quadshot, das sollte eigentlich in Ordnung gehen. Ich
Guck mal, ob noch hier der Geheimraum ist. Oder hab ich den schon? Nee. Mach. Los, mach. Wunderbar. Ach, zwei Schlüssel. Ja, wofür auch immer. Kommt ja nichts mehr. Eine halbe Stunde. Über eine halbe Stunde bis Mom. Oh mein Gott. Ja, ja, Mom. Mach mal keinen Stress. Diese Anziehung ist ein bisschen sehr heftig jetzt mit dem Quadshot. Es sind halt vier Tränen, die komplett die Gegner anziehen. Lalalala. Da haben wir's. Polaroid und Devil Room. Nehmen wir die Robe mit, haben wir wenigstens noch ein paar Evil-Herzen. Wenn wir jetzt schon das Seelenherz noch verloren haben, das eine durch die Trollbombe. Okay. Bringt's voll. Was haben wir hier? Hätte ich mir sparen können, okay. Kann man leider nicht immer vorher wissen. Okay. So kann man natürlich auch einen Raum aufräumen. Alter, wie die weggezogen werden. Das ist so hohl. Man muss eigentlich möglichst immer an denen vorbeischießen, damit die von einem weggezogen werden. Das ist so ein kleiner Trick dabei, glaube ich. Oh, sie mag mich. Liebes Loki. Ach, sogar noch ein Gegner. Oh mein Gott. Chubby wird ja auch rumgewirbelt wie wild. Das Problem ist ja, dass ich nicht mal Schaden mache dabei. Ich muss auch ein paar Mal getroffen werden. Ja, so zum Beispiel. Okay. Und da könnte ich jetzt eigentlich schon wieder hier anfangen. So. Nicht mehr wegen dem Geld, einfach nur weil. Weil Damage Upgrade. So. Das war knapp. Okay. Das war auf jeden Fall schon mal nix. Nächster Raum, please. Bisschen besser, wenn es geht. Oh. Schnell besiegen, schnell besiegen, schnell besiegen. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob ich das feiern soll mit den Magnetic Tears oder ob ich das eher verabscheuen sollte. Oh, danke. Toller Raum. Verbraucht und direkt wiederbekommen, das Evil Heart. Ich bekomme auch irgendwie echt wenig Bomben dafür, dass ich hier. Dafür, dass ich hier Dingens hab. Matchbox. Matchbox, genau. Matchstick. Matchbox. Der war auf jeden Fall gut. Aber ich hab doch Matchbox, warum bekomme ich denn keine Bomben? Das ist das Schöne, wenn ich zu viele rote Herzen finde, einfach upgraden meinen Schaden. Fertig. Umso besser. Ein Schlüssel für nix. Außer es kommt nochmal ein Schlüsselbettler oder sowas. Ich zweifle es ein bisschen. So. Ja, wie gesagt, das Schönste ist eigentlich, dass ich Gegner auch wegschießen kann, indem ich halt einfach rechts neben sie, also links oder rechts neben sie schieße. Marmhände noch nebenbei. Das war nicht der einzige. Na toll. Wollt gucken, ob hier der Geheimraum ist. Nope. Ja, ja, mein Winkelschatzel. Oh. Der hat länger überlebt, als ich dachte. Naja. Naja, war ja zum Glück noch ein Seelenherz dazwischen. Oh Mann. So, haben wir hier den Geheimraum. Ja. Gut so. Hat auch keine Bombe mehr. Ach, guck. Wir können schon wieder. Ist es nicht schön? Oh, das war aber ein kurzes Vergnügen. Naja, zumindest ein Seelenherz. Und das halbe Herz wieder aufgefüllt. Ich könnte jetzt hier wirklich hier so zu mir saugen. Diese einfach nur ins Gesicht bekommen. Das ist so cool. Au. Flup, flup.
Haben wir wieder Bomben. So schnell kann es gehen. So, was ich gedacht. Okay. Ich will bitte zum Boss, liebes Spiel. Zum Boss. Das wäre total gnädig. Ist da rechts noch was? Nee. Okay, ich wollte schon sagen. Kann man mal einen doppelten Raum haben, der dann doch nur ein normaler Raum ist? Amnesia, okay. Ist halb so schlimm. Denn wir sind eh schon da. Hallo, The Fallen. Wie die rumgewirbelt werden, das ist so übel. Okay, wir sind ein bisschen langsam. Oh nein, 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 nein. Das nehme ich nicht mit. Ärgerlich, dass ich jetzt so ein Item bekomme. Es ist halt wirklich einfach nur ärgerlich. Naja. Grr, grr. Geht weg. Auf dem Speed-Up, Alter. Ach stimmt, wir haben jetzt natürlich wieder unseren Damage verloren. Das ist halt immer ärgerlich, dass wir jede Ebene unseren Damage neu aufpushen müssen. Dafür bräuchten wir eigentlich immer wieder eine Bad Trip Pille oder ähnliches. Ha. Okay. Jetzt wüsste, was für eine Pille war, aber wie geht das mal in der Karte? Okay, toll. Haben wir noch nicht genug gespielt, ne? Dum-di-dum-di-dum-di-du. Magst du mir noch ein HP-Upgrade geben? Das wäre natürlich jetzt Judgment. Okay, verdoppeln wir den ganzen Spaß. Falscher Knopf, mal wieder. Klassiker. Zwei HPs-Upgrades. Jupp, da brauchen wir jetzt eine. Wunderbar. Eine Bombe brauche ich zwar nicht unbedingt, aber nehme ich gerne mit. Filled with Goodies. Tja, was hast du noch für mich? Bei dem dauert das Spiel immer ein bisschen länger. Ja, etwas länger. So lange, dass es fast schon keinen Spaß mehr macht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann nicht nochmal Item hier rausbekommen. Das ist halt eigentlich schon fast schade. Skatole wäre jetzt noch schön, glaube ich. Aber ansonsten kann er uns eigentlich nichts mehr wirklich liefern, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, auf Nimmerwiedersehen. Oh. Wie viel Geld wir hier bekommen mit diesem One, Alter. So, dann möchte ich noch bitte wissen, ob... Nein, ist schon mal nicht die Möglichkeit, dass da der Geheimraum ist, da unten. Hier oben könnte aber noch sein, da. Nope. Wunderbar. So, was ich gedacht. Ja, spawn halt hinter mir. Ich muss doch irgendwie wegrennen, meine Güte. Schön, dass wir noch eine Bad Trip Pille haben, aber die wird uns nicht mehr so lange retten, vermute ich mal. Okay. Ein Herzlein. So, Geheimraum könnte aber auch noch hier sein. Oh, das muss ich wieder... Wie war das? Auf welcher Höhe ist das nochmal? Ich glaube, waren es 6 von der Wand entfernt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also beim 7. Feld, genau. Beim 7. und beim 4. Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier quasi. Haha. Wow, für 3 Bomben. Hat sich voll gelohnt, mal wieder. So, weil wir Geld ja so nötig haben. Jupp, weil wir Geld ja so nötig haben. Wenn wir wenigstens Money gleich Power hätten. Aber nein. Gönnt einem das Spiel auch viel zu wenig, dieses Item. Das kommt so selten. Ein Bumpfrain zum Beispiel kommt so oft. Bei mir zumindest. Das ist so übel, wie da rumgeschubst wird. Hype Boosters. Naja, für den nächsten Raum halt. Spannend. Holen wir uns gleich wieder unsere Pille wieder. Okay. Na? Ich hasse diese Dinger. Die sind so overpowered.
Na, zumindest gibt er mir gleich wieder ein Herz wieder. Also wir sind auf jeden Fall gut tanky. Wir können auf jeden Fall sehr viel aushalten. Allein schon, weil wir irgendwie Mitterbett, Crippiller und insgesamt, weiß ich nicht, wie viel Leben haben. 9, das heißt quasi 9 plus 8, 17 Leben. Also wir halten 16 Treffer aus insgesamt. Ja, danach hat er eine Anziehungskraft, aber egal. Jetzt machen wir wenigstens wieder mehr Schaden. Hat sich also mehr oder weniger auch gelohnt. Ich hoffe mal, dass hier oben der Boss ist. Nope, natürlich nicht. Na! Okay, zum Glück haben wir dann nochmal hoch. Stirb bitte. Ja, na genau. Das ist so lächerlich. Wie direkt neben mir erscheint. Na gut. Wo könnten wir noch nach dem Bossraum suchen? Hier rechts vielleicht. Okay. Noch nicht. Vielleicht jetzt hier? Ah ja. Okay, perfekt. Oh. Wie wirkt sich das aus? Oh mein Gott. Natürlich mit Magnetic Tears ziemlich freakig, aber egal, wir nehmen es einfach mal mit. So, it lifts. Yeah. Du mich auch da oben. War halt in einer blöden Ecke jetzt für mich. Lal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 a. So. Hätten wir Mom. Die wird uns jetzt nicht mehr besiegen. So, haben wir das Quo-Baby. Das Raben-Baby. Und wir gehen weiterhin immer noch in die Kathedrale. Sparen wir immer noch Satan möglichst lange auf. Wir werden dann wahrscheinlich lange, lange, lange und oft Satan machen. Okay. Den holen wir uns schon mal. Zumal auch noch ein blauer Stein davor liegt. Umso besser. So. Hallo? Natürlich. Jetzt hau doch mal ab. Alter. Gott. Kein schöner Gegner. Mit dem Setup. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade gar kein Gegner mehr ein schöner Gegner ist. Das ist. Kriegen wir einen nach dem anderen auf die Klappe. Hat er eigentlich Polaroid gefunden, sag mal? Ich glaube nicht, oder? Kann das sein? Bin mir gerade echt nicht sicher. Habe ich das Polaroid gefunden? Steht nicht mehr da. Das haben schon zu viele Items. Ha. Ich glaube nicht. Oh, ich habe immer noch keinen Speed-Up. Ja, mal wieder Geld, weil ich es ja immer noch brauche. Nicht. Wir haben überhaupt keine Abwehr. Alles kommt zu uns durch, was in unsere Richtung geschleudert wird. So, könnte der Geheimraum denn zufälligerweise da sein? Nein. Könnte der Geheimraum denn zufälligerweise da sein? Nein. Okay, ich muss mir jetzt merken, nach zwei Treffern muss ich mich auf jeden Fall heilen. Na ja, toll. Die werde ich bei dem wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal kassieren. Jop, Nummer 1. Allein schon, weil ich die Füße auch noch anziehe. Nein! 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 Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe mir Leben abgezapft. Oh. Das ist dermaßen ärgerlich. Oh. Naja, egal. Ich nehme den One jetzt so hin. Scheiß drauf. Der war lang genug. Wir haben zumindest Marm geschafft. Also das Herz immerhin. Oh Gott, ist das dumm gewesen. Wieso drücke ich den R2 und nicht R1? Das war echt dumm. Naja. Epischer Fail. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann mit, ich weiß nicht, was kommt denn nach Eve? Mit das Blue Baby. Oh. Wenn wir mit dem Blue Baby spielen. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen werden. Ist ja auch immer sehr abhängig davon, was wir am Anfang finden. Wir sehen uns dann da. Macht's gut und tschüss.